Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Ja, Überraschung, Überraschung, ich stehe schon in Fuchsweiler City. Warum das denn? Ich habe die Route, wie ich angesagt habe, zu Ende gemacht und habe dann die Aufnahme beendet und eigentlich eine neue angefangen. Ja, eigentlich. Nur UBS meinte, nee, wir capturen das nicht. ich muss echt, ich glaube, ich muss bald mal eine andere ein anderes Aufnahmeprogramm auswählen. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich ja, mich hier schon umgesehen. Hab auch, Moment. Zeig's euch sofort. Habe auch diese Route hier schon. Diese Route hier schon geklärt. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Habe auch schon das goldene Gebiss vom Safari-Haupttypen gefunden hier. Also mit Team Rocket, Jesse und James. Und es ihm wiedergegeben. Moment, der wohnt nämlich hier. Und ja, der bringt meinem Evoli dann Stärke bei. Beziehungsweise hier heißt es, glaube ich. Hier heißt es Wuchtstoß. Und ja, ihr seht hier den Wellensport auch schon. Denn den habe ich von dem netten Trainer beigebracht bekommen, der mit dem Lapras hier ist. Also in dem Park hier oben. Moment, Moment. Hier. Der hat mir das beigebracht. Damit ich halt, ja, surfen kann. So, und jetzt wollte ich, habe ich für den ganzen Mist hier und auch ein bisschen die andere Route noch geklärt und drum und dran habe ich halt, da habe ich schon gebraucht, habe die Aufnahme dann beenden wollen, sehe dann, scheiße, er hat es nicht gespeichert. Somit, ja, finden wir jetzt unsere neuen Aufnahme und wir machen jetzt die Giftarena mit Koga. Mit den unsichtbaren Wänden. Habe ich. 76 sogar. Ah, es war Koga selber. Auf die Giftarena bin ich jetzt echt gespannt. Weil das, glaube ich, ziemlich heftig werden könnte. Ist mein Team überhaupt voll geheilt? Sieht jetzt so aus. Gucke jetzt noch auf die AP. Ja. Alles gut. Und mein Evoli ist etwas eitel, habe ich gerade gesehen. So, dann speichern wir mal. Und dann versuchen wir es mal. Hi. Und natürlich werde ich wieder jeden Trainer hier in der Arena mitnehmen, weil Level. Dompteur Henry mit einem Lolli. Gut, Dompteur Henry. So, Level 41. Naja, ist ja nicht so schlimm, weil ich habe mit Evilo mittlerweile Level 50. Habe eventuell ein bisschen übertrieben mit dem Training und den anderen Trainern, aber hey. Ich wollte halt alles abklären und ich finde es, also ich persönlich finde es nicht so spannend für die Aufnahme. Wenn ihr es hättet gerne sehen wollen, tut es mir leid. Aber dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare, damit ich dann Bescheid weiß, für entweder den Teil hier noch oder für einen anderen Pokémon-Teil, den ich mal aufnehmen werde. Mal schauen. Level 42. Ja, ich bin ganz auf Zack hier. Zickzack, Knickknack. Keine Ahnung. So, der nächste. Auf Strategie kommt's an. Ja. Ich bin ja wohl sehr strategisch. Habe ich meinen Becher drüben hingestellt. Ich wollte gerade mal. Mein Glas, ich bin sofort wieder da. Einen Moment. Da bin ich wieder. So, halb.
Das Slimark, wieso kann Slimark Mondgewalt? Eine Fee-Attacke? Naja. Will ich eventuell vielleicht gar nicht wissen. Freu dich. Und pack dir ein Eis. Dass du mit deinem blöden Schutzschild hier was gerissen hast. Ja, komm. Mir leid, zugleich deine Verbrennung ist auch okay. Übrigens, der Dompteur im Pokémon Center hat jetzt noch mehr Attacken für Evoli und ich bin echt genervt dadurch. Weil es echt gemein ist, dass er jetzt noch mehr Attacken anbietet. Ich meine, klar kann man sich so ein gutes Attackenset zusammenbauen, aber... Ach, ich weiß nicht. De Milo. So, jetzt hier lang. Das ist immer, wieso muss ich immer auf diesen blöden Rauch warten? Das ist doch... Blöd. Was für ein Trainertyp ist das denn? War das nicht früher die Feuerschlucker? Ach nee, die Jongleure sind das. Alles klar. Ne, viel entgegenwirken kann er mir nicht, weil... Warum? Nervt mich ja jetzt schon tierisch hier mit den Schutzschildern. Ich wollte gerade sagen, wäre ein bisschen fresh gewesen, wenn es das zweite Mal produziert hätte. Ja, wenn man dich angreifen kann, weil ich fand ich, obwohl, müsste eigentlich auch Giftattacken haben. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und der nächste. Ich hoffe mir, dass Koga mir die TM 36 Matschbombe gibt. War es 36? Es war auf jeden Fall mal 36. Weil ich noch kein vernünftiges Attackenset für Bisaflor habe. Und das für Turtok fehlt auch noch. Und das für Raichu auch noch. Die einzigen, bei denen das Attackenset wirklich fest steht, sind Kurak und Voluna. Das sind wirklich die einzigen, die stehen. Selbst bei Evoli bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das so lasse, wie es ist. Aber mal gucken. Ich bin mit dem Blubsauger auch nicht so ganz zufrieden und mit der Quellzone auch nicht so ganz. Aber mal sehen. Mal schauen. Ich finde es aber irgendwie cool, dass sie es eingebaut haben. Dass Evoli nochmal so Special-Attacken bekommt. Das ist bei Let's Go Pikachu auch so, dass Pikachu diese ganzen Attacken lernen kann. Würde mich mal interessieren. Wirklich schwer war der jetzt nicht. Bam, badam, bam. Was denn für Turtok? Nice. Tja, Nathan, das war's mit dir. Jetzt muss ich da lang. Und dann da. Dann hier für den Dompteur. Ich finde übrigens die Art und Weise, wie Janina, seine Tochter in der zweiten Generation, die Arena aufgebaut hat, nämlich cooler, dass sie da so mehrere Doppelgänger von sich aufstellt. Obwohl, wenn man halt wusste, wer sie ist, dann war das halt nicht mehr so spannend. Und sie war ja eigentlich fast immer dieselbe. Obwohl, glaube ich, in Soul Silver und Heart Gold sie die umgestellt hatten, aber das bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Mensch, ist ja gar nicht repetitiv hier mit den Pokémon. Gar nicht.
Was war's mit Arbok? Und Emilio ist Level 51 jetzt mittlerweile schon. Kann es sein, dass mein Evoli eventuell ein bisschen overpowered ist vom Level her? Mittlerweile. Schon wieder ein Arbok. Mein Gott. Wenn man nur in der Lage war, ein einziges Pokémon zu fangen. Das war ein einziger Pokémon-Typ. Oh, das hat sogar mal durchgehalten. Was ist denn hier los? Nächster. Unser Amazon Echo hat gerade auf Nixstar reagiert. Manchmal kannst du da irgendwas mit X sagen und die reagiert. Mein Gott. Das war's mit Arbok. Glurak, Level 47. Nice. Dum, 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 dum. Dann kommt sie. Meine Vorfahren waren kein Ninja, sorry. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch eine Arena. Oder 50.000 Mal dasselbe Pokémon dabei. Ein Beatherknorf. Ja, ist ja halt auch Gift, ne? Obwohl es ja hauptsächlich, also vom Haupttyp her ja Pflanze ist. Und ein One-Hit. Tja. Smogmog. Interessantes Team, aber auf jeden Fall halt Schwächen gegen Psycho. Gegen Boden noch nicht mal so. Okay, dass es das überlebt hat, ist ganz schön frech. Und mein Evoli weicht aus bis zum geht nicht mehr hier. So muss das. Sogar ein Volltreffer. Gibt doch trotzdem nur 8 KP wieder. So, nicht schlecht. Das heißt, wir kommen jetzt schon zu Koga? Nee, oder? Ach, ich hätte sie gar nicht machen. Fuck. Gar nicht machen müssen. Wie kommt man denn zu Koga? Okay, durch den Gang da. Okay, wie kommt man da rein? Sag's mir. Tell me more. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt geht's hier runter. Dahin. Und dann? Nee. Okay. Ich bin verwirrt. Zeig mal die Wände nochmal. Ach so, wow, okay. Die kleine Öffnung da. Wäre es gewesen. Ja, komm, die 6 KP geben wir uns noch. Und dann einmal speichern. Und auf geht's. Gegen Koga, den Meister des Gifts. Wie jetzt? Euer Ernst? Achso, ich dachte, ich müsste jetzt alle 4 nochmal herausfordern. Okay. Zum Glück nicht. Wäre sonst ein bisschen frech gewesen. 4 Pokémon schon. Okay. Dann schauen wir mal, wie es läuft. Aber das sollten wir eigentlich schaffen. Ich bin 8 Level drüber, also von daher. Leider wieder Schutz. Und nochmal. Danke, dass er sich nochmal geschützt hat. Explosion, wirklich. Okay, er opfert sein Pokémon für einen Schaden an mir. Okay, interessante Taktik. Hat aber nichts mit Gift zu tun.
Schleimog. Kann das auch Schutzschild? Hat zum Glück nicht. Jedenfalls jetzt gerade nicht. Nicht mal die Hälfte. Frech. Okay. Versuchen wir es mal damit. Mehr Schaden gemacht als das Pulsierding. Ach komm schon. So ein bisschen das Gefühl, wir kriegen eher Toxin von ihm statt Matschbombe. War Toxin Nummer 15 von den TMs? Ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte dahin. Einmal gegen Gift. Heilen können wir gleich noch. Schluss jetzt. Dass es immer noch lebt, ist echt frech. Aber jetzt können wir uns erstmal aufheilen hiermit. Weil er müsste jetzt eher im Feuer verenden. Außer Koga heilt ihn, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das war's mit Schleimhaut. Haben wir jetzt auch ein bisschen ausgezerrt. Das nächste ist Golbert. Nur können wir Evoli weiterkämpfen lassen erstmal. Und Pulsi-Aura. Wenn sie sich nicht schützen würde. Glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Nervt ganz schön hier. Na komm. Kein One-Hit, okay. Und Toxin wieder, natürlich. Okay, ich glaube, wir kriegen wirklich Toxin von ihm. Dankeschön, Evoli. Es ist sehr freundlich von dir, dass du das Gift selber überstanden hast. Auch sehr praktisch. Das war's mit Golbert. Was kommt jetzt? Ach, Omot, ja. Ist okay. Kann das auch Schutzschild? Nee. Das wird frech gewesen, wenn wieder ein Schutzschild gekommen wäre. Käfer guckt rum. Und du meinst, das ist jetzt die Attacke, ja? So mal Flackerbrand. Oh, es kann Schutzschild. Och, nee. Schütze mich mal, damit Kampf mir in Länge gezogen wird. Mein Gott. Das war's jetzt aber. Wie nervig. Aber wir haben es geschafft. Jawohl. Das ist Level 60 sogar schon. Ja. Ah, okay, 27 ist es. Oh, Evoli möchte was? Hauptsache, es hat Spaß gehabt. So, die TM will ich aber direkt nutzen. Und zwar für Bisaflor. Da. Zack. Und du verlernst dafür erstmal Tackle. Gut. Dann können wir uns ja jetzt heilen gehen. Obwohl es gerade sehr lange geladen hat. Warum auch immer. Bam, 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 bam. Müsste nicht das nächste, was wir machen können, eigentlich Sylph-Co sein mit Team Rocket?
Weil der nächste Orden müsste eigentlich Sabrina sein. In Safronia City. Aber die Arena ist ja noch geblockt von Team Rocket, meine ich. Schauen wir mal. Da. Huch. Oh. Das ist ja lieb. So. Huh. Oh Mist, wo kann ich ein High Five geben? Wir fliegen aber mal nach Safronia City. Um mal zu gucken, ob eventuell wir Team Rocket vertreiben können. Dass ich jetzt in die Sylph Cow reinkomme. Steht der noch da? Nee. Also ja, aber Jesse und James stehen auch da. Unbefugt. Achso, die überrennen den einfach. Auch nicht schlecht. Du bist schon ein bisschen leid. Aber die Chance nutze ich. Huch. Gehört sie auch zu Team Rocket? Aha. Der Blaue wieder. Und Miles. Wirklich, wir kämpfen jetzt gegen Blau. Ja, easy. Auf geht's. Ah, das sollten wir hinkriegen. Jetzt verliere ich erstmal. 2 Pokémon nur, okay. Naja, Level 38 ist ja also noch schwächer als der letzte Arena-Leiter. Daher. Ja, hat er viel Schaden gemacht, das Ding. Das war's mit dem ersten Pokémon von Blau. Beziehungsweise von Gary, warum auch immer sie ihn blau nennen. So, was kommt als nächstes? Klurak. Ja, ist okay. Nehme ich. Ist okay für mich. Nicht ganz One-Hit, aber fast. Das machen wir jetzt über dann. Okay. Auch okay für mich. Und das war's mit Glurak. Ich hätte gedacht, dass der Kampf länger geht. Ich finde aber auch schön, dass er sich die Aufgabe aufbrummt, dass er jetzt durch ganz Kanto reisen kann und die ganzen Team Rocket Rüpel aufsuchen kann. Und die Schwerstarbeit bleibt bei Miles und bei mir. Easy. Ach so. Ja, dann laufe ich hier doch wieder alleine rum. Ist auch okay für mich. Liegen hier noch irgendwo Items rum?
Nein, nein, nein. Aufzug ist wahrscheinlich blockiert. Oh, oder auch nicht. Ich dachte, ich muss Treppen nehmen. Aber anscheinend nicht. Ja gut, dann... Oh nein, die Teleporter gab es ja auch noch. Uff. Gut, die Sith Company nehmen wir uns zur nächsten Folge vor. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis morgen. Tschüssi.